So, okay, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen bei Icarus. Tag 14 werden wir jetzt aufnehmen. Der 14. Tag. Es wird richtig geil. Denn es ist wieder ein Update rausgekommen. Sogar, wie nennen Sie das? Weekly irgendwas. Icarus Week 2 Content Update. Sehr, sehr geil. Wir kommen jetzt dann zur 14. Aufnahme, Freitag auf Samstagnacht. Wir haben. Was haben wir denn? Wir haben Samstag, den 18. Dezember 2021 um 0:30 Uhr. Sehr, sehr geil. Sind viele am Start hier. Fufi Sufi ist da, Enzo ist da, Kai ist da. Das sind die Mitspieler. Dann Grombles, Technikus, ganz viele im Chat noch, sind noch am Start hier. Chaos. Terra ist auch gerade dazu gestoßen. Ja. Und zwar neue Patch Notes. Sehr, sehr geil. Sie haben. Ich fasse mal kurz zusammen. Also, ich muss nicht alles vorlesen. Drei neue Missionen haben wir bekommen: Eine Mission in der Wüste, eine Mission im Forest, also im Wald, und eine Mission hier im Schneegebiet in der Arktis. Und viele Veränderungen noch. Und das Geilste, was ich hier lese: Sie haben neue Schwierigkeitsgrade rausgebracht für die alten Missionen. Sie haben die Übersicht noch etwas angepasst, dass man von außen sieht, was für Award man bekommt, wie schwer die Mission ist. Und wenn man, glaube ich, reingeht, bessere Missionsbeschreibungen. So steht es zumindest hier. Wir werden uns das alles anschauen. Wir werden die drei Missionen easy durchschaffen. Und wir werden auch die vielleicht so ein paar alte Missionen in Hardcore-Variante machen. Added hardcore variants of several missions with extra stats for both rewards and difficulty. Das sind wir. Wir sind Porno Hardcore Nightmare krasse Zocker. Kappa. Jawohl. Update wird gerade durchgeführt. Es kam um 22:33 Uhr raus oder so. Ich freue mich. Ich freue mich. Update 111 8934. So. Jawohl. Und vielleicht bekommen wir irgendwann, möchte ich auch hier von Terra X Space Survival Spiel hier Zugang, damit wir das alles anschauen können hier. Aber erstmal hier Icarus. Das kann jetzt sein, dass sich das Projekt Icarus noch ein paar Tage verlängert. Sind ja schon fast gestern bei der vorläufigen Abschlussmoderation gewesen oder im Intro. Denn wir haben es ja soweit durch. Wir machen jetzt noch die Mission und dann habe ich gesagt, dass wir die 30-Tage-Mission machen. Und da bauen wir uns fett auf und sammeln alles und versuchen so alles zu erreichen, so gut wie möglich. Auch alle 108 Hüllen, wenn es geht. Das wird ein ultra-mega-Projekt. Keine Ahnung, wann wir das anfangen. Also, ich schätze mal zeitnah. Werde ich aber mit einem Twink machen. Ich werde einen ganz neuen Char erstellen, Level 1. Und werde komplett knockert in die Mission reingehen, denn auf diese Mission tut man sich ja sowieso alles. Moin, Olem. Tut man sich ja sowieso alles erspielen. Das heißt, der Char wird knockert reingehen. Level 1, damit ich mit dem Main Char auch noch andere Missionen währenddessen machen muss und ich nicht festhänge in der ultimativen Mission. In diese ultimative Mission kann man auch noch mehrere Leute einladen. Bis zu 8 Leute maximal. Die wird, keine Ahnung, 5, 10 oder bis maximal 30 Tage laufen. Wir werden immer mal wieder reinschauen. Wir fangen an, bauen einen Tag auf. Dann haben wir ein, zwei Tage Pause, wo wir was anders machen. Und dann werden wir immer wieder reinschauen und sehen, was die Jungs und Mädels da für Sachen kreiert haben. Ja. So der grobe Plan. Die Patch Notes habe ich euch auch schon vorgelesen, gezeigt, wo es alles Neues gibt. Und jetzt gehen wir mal rein ins Spiel. Und dann schauen wir uns das an, ob das wirklich so ist, wie es da steht. Das ist anscheinend nochmal ein Update jetzt. Nochmal ein Update. Krass. Drei neue Missionen, Olum ganz kurz zusammengefasst. Und alte Missionen nochmal überarbeitet, was Textbeschreibung angeht. Und nochmal Hardcore-Varianten geedit. Rest sehen wir gleich. Rest habe ich eben schon erzählt. Für das Intro der neuen Aufnahme. Und zwar Tag 14. Also Aufnahme 14. Also wenn du Bock hast und du mir das irgendwie besorgen kannst, so exklusiv, würde ich es gerne hier zeigen. Und wenn es geil ist, mach mal auch Werbung für dich. Na klar. Dann werde ich das auf YouGags posten.
ne? Auf Only Gags, auf Gagstagram, auf Meta-Gags habe ich gehört, dass das jetzt heißt, auf Gagsbook, Face-Gags, Meta-Gags, Gags-Max, an überall hier. Ja, ich hoffe, du tust auch zwischendurch mal ein bisschen dich melden, dass du dann mir, du kannst mir auch Patch-Notes exklusiv oder Content, du, mach, wir, komm, wir machen das so. Du schickst mir irgendwelche Sachen, die irgendwann rauskommen. Und dann sage ich, hey, ich leak das dann. Ich poste das auf Twitter und leak das, aber es weiß keiner, von wem es kommt. Weißt du, wie ich meine? Ich bin so ein Lecker. Ich werde das alles lecken, so diese Gerüchteküche. Ich möchte auch mal so einer sein, der erwähnt wird irgendwo. Gex hat exklusiv auf Twitter geleckt, das Spiel, wie heißt das? Helion oder so? Genau, Helion. Das wird kommen. Gex nur am Lecken, 24/7. Auf Twitter, auf Instagags, auf YouGags, überall. Der Lecker vor dem Herrn. Einfach hier nicht nur E-Licking, sondern auch Patch-Notes, Updates, Gerüchte, Küche, gigantisch lecken. Das kann ich nur mit deiner Hilfe machen, Teller. Es muss ja keiner wissen, dass es von dir kommt. Es bleibt ja alles unter uns. Die meisten schlafen eh schon. Und die jetzt da sind, sind im Inner Circle. Im Inner Circle sind die. Die werden nichts sagen. Sonst werden wir sie vollstrecken. Also zur Rechenschaft. Weißt du? Das kriegen wir schon hin hier. Nach dem Motto Lecco Mio. Sonst, ja. Ich denke mal, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Bleiben Sie dran, es geht spannend weiter. Ich zähle auf Sie. Wie hieß nochmal die Serie, wo er gesagt hat, ich zähle auf sie? Notfall oder irgend sowas auf RTL? Wie hieß das? Bleiben Sie dran, ich zähle auf sie. Ich pfeife auf sie. Haben sie dann verarscht bei Switch Reloaded. Immer viel vor, Petras, immer viel vor. Immer, ich habe mir auch Sachen noch aufgeschrieben, die ich vorhabe. Icarus ist jetzt ein Projekt, das wir immer wieder weiterführen können. Andere Projekte haben auch schon gestartet. Die sind momentan pausiert, das ist okay. Ich tue mich immer dem Spiel hingeben, das ich am meisten fühle, das ist momentan Icarus noch für ein paar Tage und dann schauen wir mal hier. War das Hans Meiser? Ich zähle auf sie. Nee, das war irgendwas mit Polizei oder Notfall oder irgendwas, so abends. Es war so ein bisschen was wie Aktenzeichen XY, nur auf RTL 22:15 oder so. Aber Hans Meiser auch hier, Legende von RTL, Legende. Achso, ich muss auf das Spiel gehen, oder? Ich bin noch gar nicht auf Twitch bei dem Spiel. Ich quatsche schon eine ganze Zeit von dem Schmarde hier. Hab ich schon gemacht oder nicht? Ich weiß gar nicht. Bitte melde dich! Ich weiß nicht, ja, bitte melde dich, ist doch mit dem Kai. Also mit der Pflaume. Okay. Na gut. Ich hab keinen Bock auf das Kabel hier. Ist die Maus charged oder was? Wo kann ich das sehen? Ist das richtig hier? Ein kritischer Akkustand verbleibt. Wie? Das ist doch angesteckt. Nur heute? Ich hoffe, ich schaffe das die nächsten Tage auch. Kuss. Einfach despawned jetzt, oder was? Okay. IQ despawned. Komplett geschlossen sich. Und jetzt? Ich bereite schon mal vor Multicam hier. Immer ist gut. Immer wieder, immer härter, immer fester. So muss das sein hier. Ich bereite mal die Multicam-Show vor. So. Ist denn Fufi auch gleich dabei? Ich sehe schon Enzo plus Kai im Warteraum. Ist Fufi auch am Start? Ich schiebe euch schon mal hoch. Ach, Fufi ist rumwurschteln. Klar, okay. Einfach in verschiedene Räumen hier. Einfach. Fufi Sufi ist im ERP-Kanal und die anderen sind im Wartezimmer. Das passt ja. Und dann nimmt Fufi Sufi immer einen mit rein. Immer einen mit rein hier. Beste. Immer einen lässt er rein. Mit reinnehmen. Okay. Es gab noch ein kleines Update, oder? Gerade eben.
Aber die 4 MB sind bestimmt nicht das Ganze. So, dann machen wir mal Music Mute. Oder Mute Music. Stecken mal das Kabel. Ach, lassen wir es noch ein bisschen dran. Ist nicht so schlimm jetzt. Ich will, dass das voll geladen wird. Nicht so mitten drin ausstecken. Leider sieht man halt den Akkustand nicht während des Ladens. Man sieht doch gar keine Prozente. Also die Anzeige ist halt voll, medium oder low. Auch gar keine Prozente, nichts. Wie kann man heutzutage keine Prozente haben bei irgendeinem Akkustand? Dreh durch. Also hard, medium, low. Wird gebaut, wird geladen, steht da. Wird gebaut. Es kann nicht gebaut werden, es wird bereits gebaut. Wird gebaut. Einheit einsatzbereit. Einheit einsatzbereit. Genau, hard, medium, low kann man schauen, welche Schwierigkeit, welche Stufe man möchte hier. Halber Vibrator, sage ich dir. So, Soundboard auch okay. Moin, Jelfin. Wir legen los hier. Anmoderation war da. Aufnahme ist gestartet. Patch Notes habe ich vorgelesen. Die Pläne der nächsten Tage habe ich geleakt, voll geleckt. Und jetzt starten wir. Viel haben wir zu tun. Let's go. An Steak, klar, medium rare. Gut geschlafen? Nee. Lange gebraucht, um einzuschlafen, lange wach gelegen, kurz zwischen noch aufgestanden, wieder ein paar Sachen gemacht, dann wieder hingelegt. Also fucking Etappenschlaf. 5-6 Mal 20 Minuten bis halbe Stunde, wenn überhaupt. So, wir legen gleich los hier. Wir legen gleich los. Mal schauen hier. Jelfin mitzocken lassen. Noch einen Bunde. Da können wir drüber reden. Da sind wir 4, 5 Leute dann hier. Boah, ist ja Katastrophe. Hast du denn keine Freunde, Jelfin? Musst du mit uns zocken, Kappa. So. Okay. Erstmal lassen wir laufen. Das Intro muss laufen. Auch wenn es in einer komischen Auflösung läuft. Alle am Schlafen, okay. Wir sind gerade aufgestanden, alle. It's time. It's time to demonstrate the full power of the station. You may fire when ready. So, dann tue ich mein Headset und meine Ears raus. Während wir das hören hier. Dann schauen wir uns an. 3 neue Missionen. Alte Missionen. Neu beschrieben. Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Mal gucken. Die Mission fertig machen und dann das finale Projekt starten. Dann kommen wir zum Ende von Icarus. Das finale Projekt. Und dann können wir immer mal wieder mit reinschauen. Und wenn immer wieder so ein Week-Update kommt, können wir dann auch noch mit reinschauen. Also von 7 Tage die Woche Icarus vielleicht auf 2 Tage runter. Je nach Content. Je nach Content. Aber reicht ja auch dann. So. Okay. Und nicht mal 20% Haltbarkeit. Hola, Chica. Hallo. Redet über den Bogen, wegen weil er so lange hält. Ja, ich teste den gerade mal richtig aus. Ich bin in der Wüste. Hab anderthalb Level gelevelt jetzt. Von 46 auf fast 48. Und dem fehlt noch nicht mal ein Viertel. Geil, Mann, geil. Haben wir ausgerechnet. 714 Schüsse. Gigantisch. Gigantisch. Das nächste Spiel ist. Das nächste Spiel, da gehen die Projekte weiter, die jetzt eh schon gepausiert sind. Chorus geht weiter, die Shooter-Spiele gehen weiter, Autorennen geht weiter. Und mal schauen. Und was halt noch Neues rauskommt, was mich catcht. Extras. Hast du gesehen? Man kann jetzt seine Charakter töten, wenn man will. Wipe them out. Es gibt jetzt Hardcore-Missionen, in denen kannst du nicht mehr alleine aufstehen. Also nur einmal. Danach muss dich jemand retzen, ansonsten bist du ganz tot. Ja, dann retzt mich halt immer jemand. Das ist aber schade, dass du gerettet werden kannst, oder? Es gibt doch noch so eine Option, so. Huch. Du okay. Bist richtig Hardcore. Ja, eigentlich nicht. Ich würde das nie spielen dann. Das kann man ja sowieso einstellen. Stell mal vor,
du stellst in dem im Gameplay-Ding oder irgendwo aus Versehen auf Hardcore um. Dann war's das. Das war's. Kannst du nie wieder spielen. Irgendwo war das doch. Ich schick da gleich eine Nummer oder einen Link oder sowas, Jelfin. So. Kann man mal mitzocken, ja, Jelfin. Du hast also, da nichts zu bestimmen. Du kannst mich am Arsch hier. Ja, gleich Kickband Flame hier. Ich habe schon geantwortet. Ciao. Hier. Er soll sich Freunde suchen, weißt du? Ja, das ist halt schade, ne? Also, Freunde suchen, die nicht schlafen ab 23 Uhr. Ist halt schade, dass der Gex nur Sub-Only macht. Das ja, lol, abgehoben. Na klar. Nee, aber einer mehr ist die, einer mehr, der retten kann. Und einer mehr, der farmen kann. Mach mal, schicke mal Invite-Code hier. So. Seine Freunde schlafen nur 45. Also das sind einfach die falschen Freunde, sage ich dir, wie es ist. Auf jeden Fall. Einfach. Für Freunde aus. Übel, das geht ja mal gar nicht. Wrong friends. Ja, neue Freunde suchen, aber dringend. Ich bin tatsächlich froh, dass du immer nachts aktiv bist, Gex. Ich bin immer nachts nackt aktiv. Nachts, nackt, nackt mit Gax. Das ist nackt kannst du weglassen, also das ist dann schon ein bisschen widerlich, aber... Das ist gigantisch geil, mit deinem Anaconda freut sich. Auch die Belohnungen angepasst. Ja, haben sie ja gesagt, voll geil. Stand im Patch Notes, ich freue mich. Die Mission gibt jetzt die vorher 57 Money gegeben hat. Ich habe tatsächlich auch richtig Bock, die Wolfsmission auf Hardcore zu machen. Ich auch, das will ich eigentlich als allererstes tun. Direkt rein da. So, schauen wir mal erstmal was Neues. Mich gespoilert schon. Ist in der Werkstatt was Neues? Haben wir neue Items? Kann ich irgendwas Geiles machen jetzt? Ich glaube nicht, da ist nichts, glaube ich. Das ist alles gleich da. Geil, ich freue mich, alles gleich. Okay. Muss ich mich nicht umgewöhnen als Altmann. Was die Werkstatt angeht, haben wir nicht genug geframed. Ja. Müssen wir jetzt als nächstes machen. Ey, die Items in der Werkstatt, das ist einfach so lächerlich. Da müssen mehr Items rein. Da müssen ja, einfach... Ja, fangen wir dann die Hardcore-Mission an, Junge? Da muss einfach ein Besen hin. Da muss ein Besen hin. Wir müssen das fegen. Das Haus fegen durch Besen. Oben oder unten? Nach die Technikus, bis später. Also... Ich würde erst die normale Kill-Mission machen und gucken, ob sie was verändert haben am Boss. Und dann die Speedrun-Kill-Mission, also die Hardcore. Oder? Ja, direkt die Hardcore. Also direkt die Hardcore? Wir können auch direkt in die Hardcore. Was ist denn mit euch? Also wenn dann will ich mit euch Rambazamba, Hardcore, Ficky, Fucky sofort machen. Instant hier. Ohne Castzeit. Rein da. Okay. Na? Okay, dann 4 Minuten. 6 Stunden. 6 Stunden, okay. Geht sich aus. Ich überlege mir aber auch den Main-Bogen zu holen hier. Der ist schon ultra geil. Ich hab mir den geholt, ich hab ihn noch nicht getestet. Ich hab mir heute Mittag geholt, dann bin ich Ben gegangen. Also, wie gesagt, ich hab mir geholt, die Haltbarkeit ist insane. Also, wir haben jetzt jeden Tag hier 12 bis 14 Stunden gezockt. Nur gestern waren es nicht ganz so viel, sonst haben wir jeden Tag gezockt. Also das Spiel haben wir jetzt schon, aber mit Quatschen noch dazu, immer wieder Talkshow dazwischen. Also wir haben 150 Spielstunden, sagen wir davon 20 Stunden dummes Gelaber. Oder sagen wir davon 100 Stunden dummes Gelaber. Ja, da geht's jetzt 100 Stunden. So. Und auch oft das Spiel laufen lassen, während wir halt gegessen haben oder irgendwas erzählt haben. Ja, so. Das stimmt auch, ja. So. Echt anstrengend hier mit dem Gags. Übel. So. Okay, also soll ich mir das Ding dann auf dem Main-Account tun, oder? Oh, da kann ich dann kann ich hier das hier weg. Aber ich nehm's mit. Keinen Unterschied an sich. Achso, doch, bei den stimmt als ja Account nicht Charakterunterschied, ja. Dann kann ich noch 2 Items mitnehmen. Also diese brauche ich nicht mitnehmen, aber bei so einer langen Mission kann ich sie mitnehmen. Also ich mache das aber so, wie schon angesprochen, dass ich die 30-Tage-Mission, die 30-Tage-Mission, wenn wir die beginnen, mache ich die mit einem kompletten nackten Twink, der Level 1 ist, weil da haben wir ja genug Zeit. Da gebe ich auch nichts mit, damit ich mit dem Main andere Mission machen kann währenddessen. Damit man das halt so machen, als die Folgen, dass wir halt dann nur die 30 Tage spielen, mal so einen Tag oder so und mal einen anderen Tag für 1-2 Missionen machen. Dass wir halt dann so mal hin und her switchen. Aber halt nicht jeden Tag, keine Ahnung. Vielleicht Freitag, Samstag, wenn Patches kommen oder so. Oh, der kann der andere kann den Bogen nicht kaufen, gell? Wegen Punkten. Da fehlen mir 6 Punkte, glaube ich. Ausrüsten.
Boah, geil, Geschenke. Gg. Was denn jetzt? Fuffi Suffi. Schon wieder. Einfach mal geschenkt hier. An Jelfin diesmal. Aber kann er trotzdem nicht mitspielen, oder? Das war jetzt Bait. Danke dir. Danke dir, Fuffi, für das fünfte gegiftete Sub in diesem Kanal. Lass dich drücken hier, du geiles Stück. Und Jelfin, willkommen im Sabrina-Team. Jetzt kannst du mich auch auslachen mit Ausrufezeichen LOL oder feiern, Ausrufezeichen Applaus und so weiter. Ganz viele schöne Sachen kannst du machen im Chat. Steht unten in die Beschreibung. Prime Sub am Start. Yeah. Gute Nacht hier, Chaos. Gute Nacht. Es geht los hier. Und oder Olum. Hype-Trendle. Scheiße. Olum, danke. Ich will Hype-Emotes. Olum, danke dir auch. Einfach Prime gegönnt. Einfach Ryan jetzt mit dem ist Prime. Ist keiner mehr da, ohne. Ist noch jemand da, der hier zuguckt, ohne Sub? Jetzt melden wir. Erst der, was schreibt, kriegt einen Sub. Gleich mal auf Twitter posten. Danke dir, Olum. Einfach gegönnt den einzigartigen Prime-Sub, was du einmal im Monat in deinem Lieblings- oder verzweifelten Streamer schenken kannst. Dankeschön, lass dich auch drücken. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Mal den Sub verschenken und keiner meldet sich. Danke dir. Es sind doch jetzt fast alle Subs hier. Ist doch, du hast doch schon jeden gegönnt. Du musst das so ein Trinken holen. Verdammt. Ja, aber wir brauchen noch einen für einen Hype-Train. Also Hype-Train ist nur Legende bei anderen Streamern, sehe ich das. Das gibt's hier nicht. Das ist Legende, sowas. Das habe ich nie gesehen, sowas. Also schon bestimmt ein, zwei Mal, aber es ist Legende. Ist der Krombolos noch da? Nee, ne? Doch, der ist noch im Stream. Aber der ist im Lurk verschwunden. 3, 2, 1, meldet sich keiner. Schade, Pech gehabt. Krombolos, bist du da? Der zockt halt irgendwas, keine Ahnung. So. Okay, dann würde ich mit dem Main-Account einfach holen. Scheißegal. Bogen ist bestimmt. Hast du den Tabel, hast du gesagt, oder? Dann können wir direkt los zum Boss. 4 Minuten, Mission. Ja, genau. Okay. Genau. Aber warte mal. Der hab Boss ist im Dschungel, richtig? So. Ist das also, nicht. Welcher Forest, Boss ist ja. Es denn jetzt hier? Ist es der Boss, der die erste Mission, die so stark ist mit den Ads oder was? Oder welche Mission. Was reden wir? Ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, die erste da, oben links, die Mission. Ach, fuck. Achso, bist du schon im Discord, Jelfin? Ausrufezeichen, DC? So. Boah, geil, Geschenke, gg. Wie? Einfach Grombels geschenkt. Grombels, herzlichen Glückwunsch und Fuffi, so viel danke dir für den 6. Und was ist jetzt mit dem Hype-Train? Jetzt müsste der doch losgehen, oder? Den 6. Ich weiß nicht, da ist irgendeine begrenzte Zeit zwischen 2-3 Subs. Das ist irgendwie nur so, wenn innerhalb von ein paar Minuten das verschenkt wird, weiß nicht genau. Danke dir. Oder es müssen verschiedene Leute das machen. Eine weitere Person. Ja, eine weitere, ja. Vielen, vielen oder herzlichen Abos Dank, Profi. Oder Abos verschenken, steht doch da. Ich habe doch ein Abo verschenkt. Das ist Schmuck, das ist beschiss, ich bin betrogen worden. Grombels, willkommen im Sabrina-Team, falls du mich hörst. Kuss. Danke dir, Fuffi. Schau mal, Grombels ist doch da. Grombels ist am Start hier. Ja, bitteschön. Wow, was ist... LOL, was zum... Was haben die hier gemacht? Ach du Scheiße, wie geil. 5 Minuten steht hier. Ja gut, ich gehe dann gleich nochmal raus und rein. Okay, das ist aber jetzt echt geil gemacht mit diesen Dingen. LOL, 1 von 4. Hey, das ist echt gut. Dann weiß man, dass man am Anfang, wenn man das Spiel neu startet, nicht direkt da reingeht. Ja. Boah. Delfin, aber Discord, ne? Ja. Ja, hat er schon. Also bestimmt. Ah. Aber er kann nicht mit, weil er hat ja keinen Char damit. Für Hardcore. Und wenn alle sterben permadeath, dann muss ich halt... das geht gar nicht. Weil mein Server wird immer da sein. Es können nicht alle... Achso, der ist ja tot, verdammt. Der ist ja tot, wollte ich gerade sagen. Ey, wenn wir den liegen lassen, ist das so vorweg. Ja, den retten wir ja eh.
Ah, scheiße. Alexa? Stopp. Alexa? Stopp. Es ist auch nicht schlimm, wenn der weg ist. Der hat eh nichts. Also der kann nicht jedes Mal neuen Charge stellen. Das ist wurscht. Das ist bei dir kein Problem. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das am besten? Da muss halt immer einer zurückbleiben. Da muss halt immer einer zurückbleiben, würde ich sagen. Ja, einer muss immer safe stehen, fertig. Einer bleibt hinten, der weglaufen kann, ja. Moin. Und einer muss halt den Boss pullen und dann, dass wir ihn am Tag machen können. Weil wir machen den nicht in der Nacht. Moin, moin. Nee, natürlich machen wir den nicht in der Nacht. Hallo. Aber in der Nacht muss er das allererste Mal gepullt werden. Damit er halt spawnt. Ja, wer läuft am schnellsten hier? Ich glaube hier der... Zero. Zero, ne? Der Marathonläufer, Olympionik. ESL Platz 2. Ja, ja, weißt du, dann wird er das machen und wir schauen zu, wie er stirbt und dann... Mit 6 Stunden ist bei kein mir, Stress. Ich habe halt keine Werkstattausrüstung, ne? Für so eine Mission halt, ne? Brauchst du auch nicht. Boah, die Mission ist nur 3 Stunden hier. Lol, wie geil. Brauchst du auch nicht, Jelfin. Du, bei Hardcore musst du dich sowieso hochbauen. Zumindest, du brauchst auf jeden Fall gescheite Sachen. Also Waffen vielleicht. Und bis dahin, ich meine, es macht keinen Unterschied, ob du Werkstattsachen dabei hast oder nicht. Weil die bringen dir zu 99% nur am Anfang was, du spielst was. Ja, außer die Ausrüstung ist ultra stark, aber sonst die Waffen und die Äxte und so eine Scheiße, das ist egal. Alles nur nice to have. Weil bei Hardcore Mission steht da extra drin, ne? Du kannst nicht respawnen, es gibt keinen Respawn-Pots, du kannst nur wiederbelebt werden. Wenn alle down sind, dann liegen wir da. Genau, deswegen muss eine Person halt immer hinten bleiben. Ich bleib hinten. Oder? Wir haben doch immer eine Person hinten. Oder? Dein, nee, der ist ja tot. Der ist ja tot. Der ist halt immer tot. Der kann ja einmal spawnen. Ich glaube, wir haben... Nicht jeder Spieler hat einen Spawn. Ich glaube, man hat nur einen Spawn pro Map, oder? Richtig. Wenn du auf der Map gehst, du kommst in den Landepot. So. Das heißt, du kannst nie respawnen. Wenn du stirbst, dann liegst du da. Das muss vom Spieler aufgehoben werden. Ansonsten bleibst du ewig liegen, bis die Mission abläuft. Ich weiß nicht, Respawn ob der Charakter dann tot ist, wenn die Mission abläuft. Ja, klar. Richtig, genau. Hier, warning. In a hard commission, you will not be able to self-survive. If your character goes down, you can only be revived by a fellow prospector. Und wie ist denn das jetzt mal als Beispiel? Wir gehen da alle hin und sterben alle. Und dann kann der Server respawnen und es retten? Darf er nein, das? Nein, du kannst, nein, es gibt kein Es zum gibt respawnen. Nie zum Respawn. Nie. So, okay, ja, es geht nie. Nur. Richtig, das heißt, stimmt, you cannot, alle liegen, musst du jemanden haben, einen Freundesliste, der kurz nachschaut und einen einzigen respawnen würde. Es gibt einen Respawn. Aber da steht, es geht nicht. You will not be able to successfully. Wir erscheinen Anzahl 1. Ja, das, wenn du joinst, wahrscheinlich. Das ist nicht kein Wiedererscheinen. Boah, wie geil. Erhalten Erfahrung. Gesund. Ach so, 3. Aber so stark ist die Kreatur jetzt auch nicht, oder? Kreatur gesundet mehr plus Kreaturgeschwindigkeit. Das größte Problem wird sein, dass wir ganz viele kleine Wölfe haben. Ja, rein da. Minigun in die Hand und gib. Also, ich glaube, ein Gilly-Anzug ist ganz gut hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die Mission einmal mit Hard anfangen und nicht mit Hardcore. Ich würde auch nur Hard nehmen erstmal, wenn... Ich weiß, wie die Mission aussieht. Ja, same. Das war die zweite Mission, die ich gemacht habe und ich bin verzweifelt. Das war einfach zu schwer. Also da Line hin und her zu machen, da mit Technikus habe ich auch noch einen Klotz am... Ja, war super Hilfe. Wir wollen sowieso über einen Haken dran haben. Von daher können wir auch erst die eine... Ich glaube auch mit normal erstmal Hard nur, wo du respawnen kannst. Vor allem, da sollte man, der Hardcore, denke ich mal, sollte man gut mit Modulen und Kits und weiß ich nicht, alles reingehen. Naja, sehr das brauchst du nicht, das passt schon. Da gehst du auch nur mit Knochenbogen und Langbogen rein, aber... Oder die Jagdfinte Stufe 4, 25.000 Crit, juhu!
Wir haben ja nur 6 Stunden Zeit für die Hardcore-Mission. Also nicht schlimm, wir haben uns letztens wäre machbar, weil wir haben uns ja letztens in 2 Stunden komplett aufgebaut. Hm. Wir waren ja krass. Rang 4 war, Tech 4 war mal in 2 Stunden. Stimmt schon. Also irgendwer von euch darf gerne mal seinen Lautsprecher auf off stellen. Mit Lautsprechern. Test, Test. Bin ich das irgendwie? 1, 2, 4, 7. Hallo. Ich höre euch hör nicht. Ich höre mich keine nicht. Keine hier, alles gut? Ich höre keinen Doppel. Nö, also, ich hab das nicht. Ist vielleicht dein Gesicht, da vibrieren die Schwingungen des Grombels. Vielleicht musst du den Screen anschauen. Kuss. Ist ja Logik. Ja, ist ja egal. Irgendwas. Hauptsache, was gesagt, ey. Ja, einfach hingeschissen, ist das. Wie kann ich dem jetzt noch? Du, ja, gerne. Ach, wegen 6 Punkten kann er das Mainmesser nicht holen. Scheiße, Mann. Nee, wegen 26 Punkten, ja. Also die Hard- und die Hardcore-Missions, die haben ja echt hier Wahrnehmung von den Viechern, ne? Ich glaube, das ist echt der Ghillie-Suit ganz gut. Um das wieder runter zu pushen. Ach, ist doch egal. Töten wir die einfach. Wenn die mich eher sehen, dann greifen die mich wenigstens eher an und ich muss nicht so weit laufen. Genau, ich habe ja den Kampon nicht umsonst hier. Ich überlege nur, was ich mit dem Twink noch holen soll für ein Ding. Also ich kann dir, Jelfin, am Anfang kann ich dir diese blaue Rüstung geben. Also nicht blaue Rüstung, braune Sachen. Das Messer, die Spitzhacke und... die Axt. Ich hab 2 und mein Twink hat nur 1. Ach so, also die Pickaxe, die Axt und das Messer habe ich. Ich hab nur keinen Bogen und so, ne? Oder ach, ja, gut, Bogen haben wir auch erst jetzt, also das erste Mal. Ja. Also ich hab noch eine Trinkflasche mir geholt und eine Sauerstoffflasche. Ich finde, das ist echt. Ja, gut. Du hast es dann durchgespielt, das Spiel schon. Also wir haben ja auch nichts anderes gehabt, außer. Also jetzt haben wir ja dann den Bogen. Also die Sauerstoffflasche, die für 200 Credits holst, ist echt gut. Das ist nämlich so eine T3-Sauerstoffflasche. Ja, genau. Die haben wir als erste geholt mit dem Trinken dazu. Die Wasserflasche ist fast noch besser, da die nicht ausläuft. Und du ja eine sichere Sauerstoffflasche bauen kannst. Ja, ansonsten genau. Musst du 20 so Stahl, oder? Opfern. Ja, ich habe jetzt meine Sauerstoffflasche auch da gelassen. Nimm dafür den Bogen mit. Dann wollen wir anfangen, oder? Ja, wir warten alle nur auf Gags, Moment. So wie immer. Ja, dann mal los. Nice. Let's go. Go, go. Das ist go. Worauf haben wir uns eigentlich jetzt geeinigt? Auf die Hardcore, habt ihr gesagt, oder? Auf jeden Fall. Also Hardcore, non-Hardcore oder Hardcore? Nee, hart. Erstmal hart. Erstmal cool. Mir ist es eigentlich egal. Macht einfach, was ihr wollt. Also hart wird, lang. Also hart wird langweilig werden, weil wir sind zu 5. Es ist hingekackt und hingeschissen. Abgesehen davon brauchen wir sonst wieder ewig, wenn wir die Mission doppelt machen. Ja, also Hardcore und fertig. Wir haben sie ja schon auf hart gemacht. Hardcore Riot. Ja, sonst. Nee, auf hart haben wir sie noch nicht gemacht. Wir haben sie nur noch. Ich wollte gerade sagen, die ist so erst nah reingekommen. Ach, gibt es jetzt 3 Schwierigkeitsgrade oder was? Ja, 3 Schwierigkeitsgrade, ja. Es gibt die normale, die ach, haben wir hier gemacht. Und es gibt die hart, es gibt Hardcore. Ach so, warte. 2, 3 und 4. Wir haben Kill Extermination gemacht. Dann gibt es Kill List Hard Extermination. Da sind die stärker. Und dann gibt es die Kill List Hardcore Extermination. Da sind sie noch stärker und wir haben noch weniger Zeit. Darum sag ach, das ich, sind jetzt 3 wir sollten. Dann können wir es machen. Ja, dann ist nicht okay. Unbedingt Hardcore anfangen. Dann, wir können es aber machen. Let's go. Start. Let's go. Ja, warte, ich bin ja noch in der Werkstatt, Alter. Uno Moment, Support for what? Plus Ausdauer. Ja. Außerdem ist mein Charakter Level 3. Ach, mit dem spielst du? Das wird, ja, klar. Der soll Level kriegen. Wölfe töten. Dann fange ich auch mit Level 1 an. Hm? Okay, ich fange auch mit Level 3 an. Ja, ich gerne. Auch. Let's go. Ne. Also. Das mache ich bei der 30-Tage-Mission. Also, Hardcore, Hard und Low. Hintereinander. Rotation. Nee. Okay, ich würde aber sagen, wir rüsten schon mit Eisen aus, oder? Ein bisschen. Wie jetzt? Hä? Ich hab meinen Bogen. Sondern 25 gibt die Hardcore und 50 Dinge. Und die Hard gibt 225. Okay. Immer so ein bisschen. Ich dachte, jetzt gibt's 1000 Punkte oder so bei Hardcore. Ja, ne. Ja, guck mal die untere Hardcore an. Die gibt nur 75. Ja. Wie? Keine Ahnung. Ja, die gibt Arsch offen oder was? Also wenn man schon Permadeath hat, ja, was ich vermute bei Hardcore, wie es sich anhört, sollte man da schon das irgendwie 5-fache kriegen, finde ich. Aber Schwierigkeitsgrad 1? Wenn man schon Schar verlieren kann da, ich weiß nicht. Aber Schwierigkeitsgrad 1 Schädel? Um meinen Schar zu verlieren, das ist du bist falsch. Achso, ja. Stimmt, aber auch nur 1,75. Da kannst du lieber, weißt du nicht, dieses Divine Amy Farm und, ne?
auf 50 raus. Er ist ja nur für die Herausforderung, ist ja nicht dafür, dass du irgendwas farmst. Ja, aber für die Herausforderung sollst du aber dann belohnt werden, richtig, dementsprechend, finde ich. Ja, richtig. Farmen werde ich sie eh nicht, weil Hardcore farmt man nicht, da kann immer ein Scheiß passieren. Ja. Oh, es ist eine komplett neue dazu gekommen. Es sind drei neue dazu gekommen. Die können wir auch machen. Deswegen, habe ich gesagt, wenn wir dann Ikoros nicht mehr so hauptsächlich zocken, dass wir immer mal so wieder ein, zwei Tage die Woche zusammenkommen, Freitag, Samstag, dann kommen ja meistens die Weekend-Patches und dann zocken wir einfach mal. Wenn neue Missionen da sind, gerne. Ja, immer wieder mal so, ja. Ich werde ja auch andere Sachen zocken, das ist jetzt auch wieder okay, Carlos. War ja schon fast das Ende gestern. Aber jetzt sind wir dann gehypt hier. Nice. Ja, ich bin schon gelandet, ich lade gleich, ein und ich join. Ja. Und ist doch ganz gut hier, damit wenn es mit diesem Spawn so ist hier. Okay. Das ist die normale Hard-Mission, ne? Das ist erstmal die Hard-Mission, genau. Ich mache erstmal eine Server-Ready, das dauert 9 Minuten. Lobby einladen. Aber finde ich geil, dass sie diese Mission gepusht haben. Das ist ja wirklich die einzige wahre Mission. Bauen wir wieder an der gleichen Stelle? Ja, oder? Ich würde sagen, ja, und in die Richtung des Wolfes und wir am Wasser, ne? Gex? Bauen wir nicht direkt vor dem Typen? Wir bauen ja, in der Nähe des Wassers, würde ich sagen. Ja, oder direkt da, wo das Viech ist. Ja, da, wo ich beigetreten bin. Also der beigetreten. J14 genau. Oder sowas, oder I14, wo auch immer das da ist, irgendwie so in die Richtung. Wir haben direkt vor dem Wolf gebaut, also in der Nähe halt. Ja, genau. Auf dem Berg oben drauf, also auf dem Hügel oben drauf. Das war relativ gut. Da hat es auch viele Höhlen in der Nähe und so. War echt geil. Krass. Aber ich habe noch kein Biom, also anderes Biom gefunden, wie beim Wüstengebiet, wo das die Erze respawnen, oder? Oder gibt es bei den Forests auch so eine Höhle, Erze respawnen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube nicht, dass es intended ist. Haben wir gar nicht geschaut, also bis jetzt nichts bewusst. Bei Wüste ist ja, die Höhle ist einfach... Das ist anders wild. Gut. Die ist richtig gut. So, 20 Sekunden noch. Ich will da gerade mal safen hier. Safe ist da. So. Ich kann dann joinen. Und jetzt kann ich... gibt einer frei? Für Multicam? Jo. Kann ich auch immer hin und her schalten. Sehr geil. Hörst du noch einiges doppelt hier, Grumbles? Oder hast du es fixen können? Stream schauen. Pop-out. So. Ich spar gerade auf den einen rechten Anzug da, der mir Kälteresistenz gibt. Aha. 750. Ja, Forschung. Ich, die Hälfte habe ich jetzt zusammen Sport, da brauche ich nochmal 100 von diesen Erzen. Sechs ausmachen, 9 an, jetzt passt es. Ich invite dann alle. Wenn ich joinen kann, ich kann euch inviten. Weiß nicht, wer joinen kann, wer nicht. Ich glaube, ich einen Invite. Zero, Invite, Fuffi, Invite, Smartline, Invite und Jelfin ist nicht online. Doch, ich bin da. Aber ich kann einfach über. Ich werde ja angezeigt, sobald du auf diesen Server connectest. Ich bin schon. Das ist nicht immer so. Nee, weil wird nicht angezeigt, also müsste ich einmal schreib mich mal an, einfach, dann kann ich dich über den Whisper inviten. Also über das GPM. Rechte Maustaste, invite. Jo, bist da. So. Okay, wunderbar. Dann muss ich meinen Server kurz ermorden. damit ich die Sachen krieg. Hier. Ach, das deckt neben Zero. Nicht mich erbauen. Ja, ist doch das gleiche, oder? Server, Zero, kann man verwechseln. Beides mit S, E. Ja. So. Du Sau. Jetzt
mir das Leben versaut, jetzt ist euch hier deins. Zack, zack. Ich renne einmal fix zu dem Punkt hin, wo wir das erste Mark haben. Ich tue mir doch das verstecken. Die Kratzspuren, gönnst du dir? Okay. Genau, die Kratzspuren. Take all. Wo sieht da hinten noch blau? Okay. Eins, zwei, drei. Alles sortiert. Wir können den Boss jagen. Bin fertig. So, nee, das soll es warten. So, na dann, HF und GL, Jungs, Mädels. Ich freue mich mit euch. Das erste Mal, ich helfe dem Bund immer schon, ob er ein Affix ist oder ein Buff. Mal gucken. Bin gespannt. Aber er ist ja Profi, ne? Du hast mir am Anfang ja Profi-Tipps gegeben mit Rampen bauen. Ich dachte mir, was ist denn eine Rampe? Er hat mir gesagt, Rampe ist geil. Rampe Main, hast du mir gesagt. Rampe Main. Oh, hat schon gebrockt. Okay, lol. Ach du Scheiße, ich bin voll. Fuck. Zweimal draufgeschlagen. Gut, dann haben wir genug Steine. Das ist optimal. Da mache ich wieder eine Berliner Mauer hier hin. Also ich habe ja auf Bauen geskillt, ich kann eigentlich kann uns gute Kisten machen, viel reinkriegen und schnelle Schmelzen. Echt? Kriegt man dann mehr rein in die Kiste oder was? Dann ist das Slot, ja, mehr Slots? 5 oder 10 Felder mehr pro Kiste. What? Okay, das habe ich doch nicht. Das wusste ich auch nicht. Und auch schneller schmelzen? Das und dass die Schmelzen schneller schmelzen, hier da oben. Das ist ja imbar. Hallo Wolfi. Also. Hallo. Gott, ich spawn gerade irgendwie Doppelbäume da draußen. Also Berliner Mauer steht. Kein Problem. Die Abtrübe sowohl. Und Messer in den Kopf. Nee. So. Freut mich, Grumblitz, dass alles gut ist bei dir. Ich habe auch nie an dir gezweifelt. Nur an deinem Gesicht, aber das ist ja was anderes. Wie bekommt man mehr Felder? Ich verstehe, wo Felder? Inventar meint er, glaube ich, oder? Ach so, ich habe mit Modulen. Rucksack und Module. Wenn man einen Rucksack bekommt, man 6 mehr. Pro Modul 5. Oder meint er also die Kisten jetzt? Ach so, in der Kiste an Skillen. Skillen, Technik, genau, Talente, Bauen und hier wird es irgendwo sein. Beim Bauen wird es irgendwo sein. Dann hast du mehr Inventar, also mehr Kistenslots. Genau, wo baut ihr mal hier? Habt ihr einen Marker gesetzt? Achso, ne, wir gehen zum Boss direkt. Erstmal in Richtung Blau ganz grob, aber das ist weiter südlich dann nachher. Kann man leider nichts billig. Ich hoffe, das bringen sie bald raus. Denn ich würde auch so gerne noch viele Sachen probieren und ich habe keinen Bock auf einen zweiten Char. Kann man leider nicht. Das bemängeln wir jeden Tag. Wenn wir nur noch oft genug Wein, dann bringt es schon raus. Achso, ich brauche gar keinen Bogen. Wenn sie es rausbringen, dass man resetten kann, den Skillbaum. Ja, aber ich werde es dann eh nicht mehr spielen. Ich hätte im Endeffekt ist es ja eh egal, weil leider habe ich die Sachen dann nicht gesehen, die ich sehen wollte, aber ist ja wurscht. Das ist schade, aber gut, dann habe ich ja die Sachen gar nicht mehr nicht anschauen, die ich sehen möchte. Was soll's. Ich würde gern probieren. Ich glaube, Schusswaffe ist glaube ich auch ganz nice, glaube ich, wenn man da das noch mal einen Schaden macht und so. Bringt leider das nicht Müll. Ganz so viel Damage. Das Beste daran ist der Verschleiß und die Kugelnpreise. Ja. Und günstige Waffe vielleicht? Ich meine, 40 Titanblöcke oder die Hälfte weniger macht schon viel Sinn. Das macht nicht so viel aus tatsächlich, weil du, wenn du an dem Punkt bist, sowieso alles hast. Weil ich mir das so angewöhnt habe hier, Suffert. Jeder Klick ist für mich eine Aktion und gedrückt halten kann ich mir nicht angewöhnen. Ich gehe hin und klick F, 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 F. Hier, take it, F. Fertig. Immer schon so gemacht, auch schon bei ARK. 2800 Stunden nicht geschafft, gedrückt zu halten. Für mich ist jedes Klick eine Aktion. Gewohnheit. Zack, zack, geh hin, zack, zack. Gedrückt halten fühlt sich komisch an. Schaffe ich nicht in mein Hirn reinzubringen.
Ist auch nicht schlimm. So, gut. Okay, dann können wir da hin, genau. Da in der Nähe halt würde ich aufbauen. Da am See, irgendwo muss der See sein. Südlich vom See ist dann der Wolf. Achso, der See ist noch etwas weiter weg. Wollen wir nicht direkt da vor dem Wolf aufbauen? Ja. Wo man runterschauen kann beim Hügel? Wolf gehen, ja. Da ist doch so ein Hügel, wo man runterschauen kann. Kürbis ist wichtig. Genau, habe ich auch schon 4 Kürbis. Erstmal eine Runde saufen hier. So, wir gucken mal denn hier in der anderen Cam hier. GaxTV, Zero. Ne, wir tun erstmal hier Yelfin inspecten. Der ist der wichtigste. Der ist neu, den müssen wir anschauen. Kontrolle hier. Mhm. Multicam am Start, meine Damen und Herren. Wie immer, Multicam am Start. Boah, ich finde, Melone haben sie auch irgendwie gefixt, ne? Man wird nicht so schnell schlecht mehr von Melone, habe ich das Gefühl. Ich habe die nicht mehr genommen. Am Anfang fast immer und jetzt gar nicht mehr. Also bis jetzt wurde ich nicht wieder schlecht nach der Einnahme von der Wassermelone. Soll ich, ja gut, Hefe werde ich mir ganz Inventar auf, das brauche ich jetzt gar nicht mitnehmen. Brauchen wir unbedingt Hefe? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass wir Hefe brauchen. Also, jetzt denke ich mal nicht so. Ja, hier ist der See. Habe ich mal markiert mit einem gelben Punkt. Ja, aber wir bauen trotzdem vor dem Hügel. Aber ich denke mal, der Boss wird immer an derselben Stelle spawnen, ne? Egal welche Schwierigkeitsstufe man hat. Ja, klar. Das ist exakt die gleiche Mission. Ja, weil es halt gescriptet ist, ne? Mit dem Stärke AP und so, schätze ich. So sehr haben sie jetzt auch nicht dran gearbeitet. Das soll ja noch kommen, aber das. Wie viele Kürbisse sind hier? Soll ich noch ein paar Steine von meiner Mauer mitnehmen? Ist egal. Ich kann noch. Ja, bisschen kann ich noch mit. Ich nehme ein paar mit. Ich nehme mal ein paar Sauerstoffflaschen mit. Ein paar Karotten. Für mehr Schaden. Ist aber echt das. Hä? Ist ganz viel hier. Lol. Also hier, wirklich, Karotten sind da eine Menge. Wassermelonen. Okay. So. Speisekürbis. Perfekt. Aber Speisekürbis und normaler, also Wildkürbis, ist identisch, ne? Die tun sie ja nichts. Aber du kannst die beide zusammen mixen zu einem Obstsalat oder sowas. Ja, und das ist dann super geil. Das ist eigentlich die Stärke an den beiden Dingen. Zack, let's go. So, der Wolf ist aber blau. Bären führen, ne? Bären und so, oder war das Fett? Hier Fett. Weiß gerade nicht mehr. Kürbis. Weiß ich auch gerade nicht. Also dann. Gehen wir zu blau oder was? Main? Jo. Ich hab da was Profi, wie weit bist du mit deiner Mission? Ja, gleich da. Weil du bist, glaube ich, unser Koch gewesen letztes Mal, ne? Mhm. Ich bin halt gerade an der Scheißstelle gestorben. Du bist gestorben? Hä? Ich bin noch nicht bei dir mit. Ich war noch in der eigenen Mission. Ach so, du bist noch gar nicht da, deswegen war es alles so entspannt. Wusste ich gar nicht. Okay, gleich. Genau. Hab dich vermisst. kann mal einer einen Marker hier hinsetzen, wo ich gerade bin, wo die beiden Höhlen sind? Ja, kann der Server machen. Hab ich schon. Ja, dann kann der Server das machen. Weil da können wir dann gleich einmal hin Eisen holen, abfahren. Also in der Wüste gibt's Stellen, wo der Tierspawn jetzt absolut wild ist. Geil, oder? Richtig. Ja, die haben einiges angepasst. Die haben uns dazugehört letzten Tagen. Wir haben viel erzählt. Wenn du da einmal nicht one-hittest, dann kommen gleich 12 Viecher auf dich zugerannt. Nur? Ja, was beschwerst du dich jetzt? 12. Wenn es jetzt ein Dutzend wäre, weißt du, wäre es schlimm. Aber ein 12, das geht ja noch. Das Problem ist, so schnell kannst du halt nicht hin und her switchen und die alle wollen. Ja, geht ja auch nicht. Die beißen dich auch gleichzeitig. Dann tun die dich auch so komisch verschieben und so. Ja, ja. So, ein bisschen Schwefel. Wenn du da noch 2 Elefanten dabei hast, wenn du Glück hast, die bei denen haben sie deutlich den Laufspeed gebufft. Ja? Elefantus? Ja, Alter, ich finde die Leute viel schneller jetzt. Also ich fand Elefanten mit einem Langbogen, Knochenpfeile, wenn du 2 Kopftreffer kannst du schon down kriegen. Ja, natürlich, das sage ich ja nicht. Immer so mittig Rüssel, ne? Und so den Stoßzähnen zielen. Ja, na klar, aber wenn du halt eine. Es gibt jetzt in der Wüste Stellen, wo sehr, sehr viele Tiere auf uns lecken. Ja. Und
Du kannst ja nicht alle gleichzeitig mit zwei Pfeilen one-hitten. Jo, nee, das nicht. Und gerade wenn du zwei Pfeile baust. Ach, das ist ein Brettspiel für die Familie, dann ist nichts für mich hier. Dann ist vorbei. Dann ist das nichts für mich hier. Okay. Guter Platz, oder? Wenn du da drei Pumas hast, weiß ich nicht, vier Hyänen und zwei Elefanten. Irgendein Tier schafft's bis an deinen Arsch. Ja, und wenn das dann dich beißt und dann noch slowt und dann noch Wunde, beide Wunden, dann ist vorbei. Wie viel gibt's denn hier? Ein Kürbis und Karotten? Ich hab so viele Kürbis und Karotten wie noch nie. Ja, dann ja. Ist doch geil. Ja, es ist super, es ist halt verwunderlich, dass auf einmal so viel da ist. Ich find's gut. Also es ist ja eine der ersten Missionen, schätze mal, da gönnen sie noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht irgendwie den Spawn ein bisschen erhöht haben. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, das ist einfach die eine der ersten Missionen, schätze ich mal. Weil die Mappen immer gleich ist. Ich glaube, das ist einfach das Startgebiet da ist, glaube ich, generell. Und ihr wollt jetzt beim blauen Punkt bauen oder wo wollt ihr bauen? Neben dem Boss. Genau. Hier, wo ich jetzt. Genau, am blauen Punkt, da würde ich sagen. Auch bei der Serpentin da rechts. Okay, ja, da kann ich die Position haben. Auch mal gebaut. Ja, da haben wir unsere. Grün ist unsere Mine, da rennen wir gleich hin und einmal Eisen, machen uns wenigstens ein Eisenmesser und Co. Und dann können wir ein bisschen was machen. Ja, Eisenpfeile, ganz, ganz wichtig. Und mal eine Feldflasche voll. Und dann können wir eigentlich. Wir können eigentlich zur Zeit deine Boss auch schon pushen, oder? Also, ich meine, wir haben Bogen, Eisenpfeile, das war's. Ja, wir Ende. Müssten einmal auf ja. Nacht warten. Ja, die kommt ja sowieso bald. So. Frag mich, ob wir in der Hardcore-Mission direkt nachts spawnen und direkt dorthin laufen können. Oder Hardcore-Mission wäre nur nachts geil. Es gibt keinen Tag. Kannst den Tag nicht skippen, wäre witzig, ja. Hier steht kein Bogen zur Verfügung, kannst nur Messer verwenden. Oh, Fäuste. Easy. Boxduell, genau. Ja, so. Perfekt. Ja, komm, nee, dann kannst du beißen mit deinen Zähnen. So wie der Wolf auch. Inventory full. So. Achso, bin ja bald da, okay. Wo bist du bauen? Blau, ne? Jo. Mhm. Ich bin hier schon am Holz hacken, also Holz ist dann gleich ein bisschen da. Ich hab auch noch Holz dabei. Ich hab auch, aber ich baue noch ein bisschen hin. Bis grad Storm. Ich hab Anzeige gebackt, bei mir ist das Blaue irgendwie rot oben. Okay. Ich krieg zwei rote Signale. Wir haben öfter zwei gleiche Farben, keine Ahnung. Ja, irgendein Bug beim Reloggen normalerweise, ich weiß nicht. Nach dem Reloggen kriegst du ja eine neue Farbe irgendwie. Ist Fufi schon da? Nee. Fufi? Nee, ich hol grad mein Loot. Wir brauchen doch dein köstliches Buffhut. Ich dachte beim ersten Mal, ja, die Tiere werden so schnell nicht wie spawnen, rennen schnell naked durch. Lockert. Ah. Und da sind ja auch, also ich habe auch das Gefühl, die Aggro-Range ist größer geworden. So ein Puma, der sieht sich gefühlt aus 400 Metern. Der hat ja auch Augen wie ein Adler. Nee, Moment. Finde ich aber nicht verkehrt, dann muss man sich wirklich mal ein bisschen durchkämpfen. Dagegen ja, ist der Gillisuit sehr gut, ne? Bin aber gar nicht Fan von dem. Ich will halt töten. Lieber suchen, lieber töten als suchen. Und außerdem ist er ja schwächer, was er aushält. Aber in Kombination mit dem Raumanzug, natürlich. Habe ich ja wahrgenommene Erfahrung minus. Soll ich schon anfangen zu bauen? Ich habe geskillt im Bauen oder wollt ihr bauen? Ja. Kannst du machen. Also wir haben hier, ich habe hier schon Holz stehen bei Blau. Also hier am Hang wollt ihr bauen, ja? Genau hier. Ja, aber 2-3 Meter links und rechts ist ja egal. Ja, hier ist Holz, kannst du schnappen und dann hier einfach was hinzumachen. Okay. Machst du so ein schönes Prinzessinnen-Schloss und Thron für mich dann. Perfekt. Danke. Schön Sims bauen. Diesmal mit 3 Etagen? Mindestens. Ja, bitte Enzo. Ich brauch ganz dringend, Dings, ja. Und der Schlupf? Ja, genau, oh, Demtro. Ja, Demtro ist, eine Mischung aus Ark, Valheim, Seven Days to Die, The Forest. Ja, ist ultra. Macht eine Menge Spätzle. Mhm. Spielt,
Wenn du ein bisschen was für Survival übrig hast, spielst das ein paar Tage, dann ist gut. Es wird noch weiterentwickelt. Es ist im Early Access eigentlich, aber es wurde released vor 13 oder Tagen oder so. Oder vor 14 Tagen. Spielt man jetzt ein bisschen und fertig. Dann wartet man auf die Updates. Ja, wenn du noch ein bisschen was übrig hast für Survival, let's go. Wie geht's, wie steht's? So. Gut. Achso, das stimmt, da hast du sogar eine Kiste erstellen können mit mehr Plätzen, so habe ich schon gern. Zack, ich tue mal hier ein bisschen.